Leute, herzlich willkommen zurück hier in Pokémon Musasita Dungeon. Im letzten Part haben wir in der Welt des Nichts all unsere Freunde hinter uns lassen müssen. Sie haben sich geopfert, damit wir in das Portal der Hoffnung kommen können, um so wieder in unsere Nichtwelt zurückkehren zu können. Warum rede ich jetzt so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da sind wir letztens stehen geblieben. Wir sind ins Portal rein und warum auch immer dort das Portal erschienen ist, wieder so how convenient, ne? Aber wir haben es geschafft, sehen wir es positiv. Und jetzt bin ich gespannt, wie unsere echte Welt denn so aussieht. Und wo wir, habe ich jetzt eh eine okay. Wo wir jetzt auf jeden Fall starten. Wahrscheinlich dort, wo wir versteinert wurden, ne? Neues Kapitel? Nein. Uff, so hat's ja mal angefangen, ne? Habe ich gespeichert? Wurde es zurückgesetzt? Keine Ahnung. Habe ich jetzt eh nicht streamen, ne? Der Mauszeiger war gerade auf Streaming starten und da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich Streaming gedrückt und nicht Aufnahme. Ich bin so ein Dusselko, aber das ist jetzt egal. Uff, arg, urg. Oh. Wo bin ich? Das ist doch der Segensberg. Ach ja, ich erinnere mich. Renka, sie ist auch da. Ja, echt, uff. Ah, du bist es, Sebi. Jetzt taucht die Welt halt auf oder Planers versteinert uns wieder und dann beginnt wieder alles vom Neuen. Kann ja sein. Wo sind wir hier? Was? Auf dem Segensberg? Ich bin blind geworden, deswegen sehe ich es hier also jetzt nicht mehr. Ah. Ach ja, stimmt, wir sind aus der Welt des Lichts gekommen. Musst du das wiederholen? So, ah ja, ah ja, Naja, man weiß ja nie, was so ein Portal mit deinem Kopf macht. Okay, ja. Wir müssen so schnell wie möglich die anderen retten. Sie hat recht, wir brauchen das Wasser des Lichts. Tja. Wie wir es uns gedacht haben. Das ganze Wasser ist... Es ist kein Tropfen mehr davon übrig. Dass Planers und die Weltteil das Wasser entfernen würden, war natürlich klar. Ich dachte, ich wäre darauf vorbereitet, aber das ist trotzdem schwer zu verdauen. Wie sollten wir denn jetzt unsere versteinerten Freunde retten? Na, ist eh klar. Ja, die tun jetzt so, als hätten wir überhaupt nichts erfahren in dieser Welt. Wir haben erfahren, dass es diesen einen Baum gibt und den müssen wir jetzt suchen, weil wahrscheinlich ist das Wasser hier das Produkt von dem Baum gewesen. Also wenn wir zum Baum gehen, dann rettet der heilige Baum uns. Also tu nicht so, als oh, was sollen wir jetzt tun? Wir wissen eh, was wir tun müssen. Naja, Raiko, Suicune, Flapdrex. Dass wir euch in der Welt des Nichts zurücklassen mussten, bricht mir das Herz. Dürfen wir auch nicht vergessen, das sind ja eigentlich noch Kiddies hier. Und ja, auch wenn es mir ein bisschen irrational erscheint, beziehungsweise die emotionale Szene im letzten Part. Ja. Denke ich mal, für ein Kind ist das noch anders zu verdauen oder gilt die Sache anders zu verdauen. Nicht so denken, okay, was ist jetzt das Logischste, sondern das nimmt Renka wahrscheinlich sehr, sehr mit, wie man ja hier auch sieht. Ne? Ich verstehe, wie sie sich fühlt, aber die Welt des Nichts ist ein gefährlicher Ort. Zusammen zu entkommen war einfach vollkommen unmöglich. Nein, aber tun wir jetzt einfach mal so. Es wäre so einfach in dem Sinn. Na, so einfach auch nicht, aber wir haben genügend Mini-Belebersamen gehabt, dass wir uns vor das Portal stellen, wo es auftaucht. Aber nein, nix. Das hat Entei zum Schluss auch gesagt. Die erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Für ihn zählte nur, dass Renka und ich in diese Welt zurückkehren. Er und die anderen hatten sich geschworen, dieses Ziel um jeden Preis zu erreichen. Deswegen haben sie uns das unmittelbar beim Erscheinen... Uns eigentlich nach dem Erscheinen des Portals das erzählt und nicht vorher, was eigentlich logischer gewesen wäre. Aber nein, nein.
Deswegen denke ich, das habe ich ja im letzten Part am Ende angesprochen. Ich kann nicht mitfühlen. Es ist einfach für mich so. Nein, es ist so unlogisch gewesen und deswegen kann ich hier absolut nicht sagen, ja, das war so. Es war einfach unlogisch as hell. Und deswegen, ja, empfinde ich hier nicht wirklich. Ja, es wurde Opfer gebracht, aber es war halt saudumm, da verspüre ich weniger Trauer als, ja. Das war alles sau doof. Naja, wenn ich so darüber rede, aggressive Haltung uns gegenüber erklärt, dass er, sie mussten auf Distanz halten, da wird wir. Warum haben uns eine sehr wichtige Aufgabe anvertraut. Wir können jetzt nicht erlauben, in Selbstmitleid zu versinken. Warum sollten wir nicht von diesem Plan erfahren? Das hätte alles viel einfacher gemacht. Das war ein extremes Risiko und ihren Plan auf diese Art zu vermitteln, wie sie es gemacht haben. Weil da haben sie riskiert, dass wir einfach da bleiben. Hätten wir das vorher durchgesprochen, wären wir sofort reingesprungen in das Portal. Aber da haben sie doch riskiert, dass wir zu lange gebraucht. Dass wir einfach zu lange brauchen, um den Plan zu checken oder um damit zu klarzukommen und in das Portal zu kommen. Ich check das Ganze gerade nicht. Sehe ich gerade irgendwas nicht? Ich klicke sie jetzt einfach mal durch, weil das regt mich gerade irgendwie auf. Ja, versprochen, retten. Rettung, Welt, ja. Eins würde ich fragen, warum haben sie ausgerechnet uns ausgesucht? Ein Mensch, besonders hier Inschrift, ne? Wo steht, Mensch kann alles retten. Und ein Pokémon, das die alten Inschriften lesen kann, obwohl es nicht weiß, warum es das kann. Und wir so magische Schale haben, die auf einmal uns entwickelt haben, in dem Sinn. Warum ausgerechnet uns? In deinem Fall ist die Sache klar. Okay, wenigstens so weit kannst du denken. Du bist schließlich ein Mensch. Erinnerst du dich noch an die Nachricht auf der Steintafel? Ja. Ich glaube, Entei hat all seine Hoffnungen auf diese Nachricht gesetzt, als er dich erwählte. Aber was ist mit dir? Mit mir? Was kann ich schon tun? Du bist meine Partnerin. Und ich glaube kaum, dass, sagen wir jetzt mal, Entei es wollte, dass ich einfach alleine weitergehe. Irgendwie ist das gerade alles viel zu unlogisch. Ja, das sind noch Kinder, schön und gut. Aber es ist trotzdem viel zu unlogisch gerade. Aber es gibt immer noch viel, was wir da über Renka nicht wissen. Wieso kann sie zum Beispiel ohne weiteres diese vorzeitlichen Schriftzeichen lesen? Und dann wäre da noch dieser Charles. Sie sagte, sie sei darin eingewickelt gewesen, als man sie als Findelkind aufgelesen hat. Wenn ich so darüber nachdenke, steckt Renka voller Geheimnisse. Naja, ist ja auch egal. Genau. Einfach abschließen mit der ganzen Sache. Mit der ganzen Sache. Geben wir dem Spiel noch weitere Chancen. Und ja, einfach weiter voranschreiten. Und bitte jetzt nicht mehr über die ganze Sache, die gerade passiert ist, reden, weil die ist alles so unlogisch gewesen. Bestimmt wurde ich einfach nur gewählt, um dir Beistand zu leisten, Sevi. Wir haben keine Zeit, uns darüber den Kopf zu zerbrechen. Deswegen habe ich ja mir gerade den Kopf zerbrochen über auch was Negatives in dem Sinn, weil so nach dem Sinn, auf mich kann man sowieso vergessen, also kann ich mich gerne opfern, wenn es mal brenzlig wird, also weil ich ja eh nicht wichtig bin, außer einfach dir Beistand zu leisten. Aber das ist jetzt alles egal. Also reden wir das nicht. Das wird vielleicht später vorkommen, die Sache. Und dann stellt sich heraus, oh nein, du bist ja noch wichtiger als gedacht. Und außerdem sind Entei und Blabla nicht die einzigen, deren Hoffnungen auf uns ruhen. Wir dürfen auch die Den nicht vergessen. Ja. Zu deiner Verwunderung, spiele ich jetzt gleich nach den letzten zwei Parts weiter, also brauchen wir so Rückblenden jetzt nicht.
Naja, aber ich denke mal, irgendwie regt mich die ganze Sache gerade auf. Ich sollte mal wieder ein bisschen runterkommen. Bisschen runterkommen. Bisschen runterkommen, weil ich checke, ich zerpflücke jetzt das Spiel und ich gerate wieder auf eine kleine Schiene, dass ich einfach nur nörgel. Und das tut dem Spiel, glaube ich, auch nicht gut. Und mir selber, meiner Spielerfahrung nicht. Aber ich muss es halt einfach rauslassen. Es hat mich genervt, wie sonst was. Erinnerst du dich außerdem noch daran, was Flunkiefer auf das Färben gesagt hat? Warum lässt du dir das gefallen? Macht dich das nicht wütend? Mit Entei könnt ihr locker aufnehmen. Mit Entei vielleicht, obwohl es Feuer-Pokémon ist und so. Aber dreien gleichzeitig außerdem, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Aber aus irgendeinem Grund stört mich sein Verhalten nicht. Seltsam, oder? Das war echt seltsam. Mhm. Ich frage mich, ob Flunkiefer zu diesem Zeitpunkt womöglich schon ahnte, was Entei und so vorhatten. Erklärt trotzdem nicht. Das ist keine Erklärung, warum sie sich so aufführen haben mussten. War das Deutsch? Egal. können wir endlich dieses ganze Gedöns jetzt abschließen? Ich lese jetzt einfach schnell weiter. Sie wurden aber anvertraut. Ja, Vertrauen. Denk mal darüber nach. Wir haben ziemlich oft die Hilfe unserer Freunde beansprucht. Bla bla bla. Sie waren alle immer für uns da. In den Dungeon hat es meistens anders ausgesehen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir für sie da sein müssen. Du hast recht, wir haben keine Zeit, uns hängen zu lassen. Renka! Komm, Sebi, gehen wir nach Trubelstadt. Wir müssen Ampharos finden. Wie wissen wir, dass wir Ampharos finden müssen? Das wollte ich auch gerade vorschlagen, aber das ist wahrscheinlich das, ja, Logischste in dieser Situation. Einfach mal zum Forscherteam schauen, wo die anderen sind. Vielleicht wurden die ja nicht versteinert. Ja. die Welt retten zu wollen, ist eine gigantische Aufgabe. Wenn wir sie zu zweit bewältigen wollen, verlieren wir zu viel wertvolle Zeit. Bevor wir irgendwas unternehmen, sollten wir Ampharos um Rat bitten. Dann lass uns schnell den Berg hinabsteigen. Wie wissen wir, wer überlebt hat? Naja. Vielleicht denken sie einfach nicht daran, ne? Huch! Es ist niemand hier. Ist ja logisch, weil alle versteinert wurden. Wo sind denn bloß die Leute aus dem Dorf hin? Was ist denn passiert? Wurden sie etwa zu Stein verwandelt? Lass uns schnell weitergehen, Sebi. Was? Versteh mich nicht falsch. Das lässt mich auf keinen Fall kalt. Von Opa und dem Dorfbewohnern fehlt jede Spur. Wer weiß, ob es ihnen gut geht. Ich mache mir wirklich riesige Sorgen um sie. Aber wenn wir uns jetzt auf die Suche nach Opa machen, kann ich mich vor lauter Sorge auch nichts auf anderes konzentrieren. Und das kann ich nicht zulassen. Renke, nicht nur Ruhe now, sondern unsere ganze Welt schwebt in Gefahr. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gehen wir, Sebi. Wir müssen nach Trubelstadt. Renka. Jupp. Nur die Ruhe bewahren. Opa und den anderen geht es bestimmt gut. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, wir haben ja die Story. Wenn die versteinert wurden und von den Schatten verschlungen wurden, in der Welt des Nichts, heißt das trotzdem noch, dass wir sie retten können, wenn wir eben den Baum finden und alles drum und dran? Das hat's ja geheißen, ne? Schnaufi. Sag mal, kann es sein, dass es heute noch heißer ist als sonst? Sie hat recht. Aus irgendeinem Grund sieht die Sonne auch viel größer als sonst aus. Oder bilde ich mir das nur ein? Hey, Sibi, man kann die Stadt schon sehen. Endlich sind wir in Trubelstadt. Dankeschön, dass ich nicht durch diese Hölle gehen muss. Gut. Alles ruhig. Komm, es ist nicht mehr sehr weit. Aber eins muss man den Kindern lassen. Sie sind mutig. Der Planet in Gefahr nah. Der Palananeta Kinder Kalafa. Kapitel 19 sind wir schon. Oh nein! Nasknet und auch Miltank. Sie wurden versteinert.
Also wenn Ampharos es überlebt hat, das haben wir ja schon gesehen, kann es sein, dass er die Ruhenaustädter, Dörfler, wie wir die Einwohner auch nennen mögen, vielleicht zu dem Ort hingeschickt hat? Oder einfach, na, eigentlich ist es logisch, wenn es einen Ort gibt, wo man nicht versteinert werden kann. Vielleicht ist das ja unsere Basis hier jetzt. Und da hat er die Ruhenau-Dörfler hingeschickt. Vielleicht, weil warum hat man in Ruhenau nicht die versteinerten Pokémon gesehen, aber hier schon. Das ergibt nicht sehr viel Sinn. Also können wir uns darauf einstellen, vielleicht, dass wir sie wiedersehen? Alle wurden versteinert. Sebi, wurden unsere Freunde vom Forscherteam etwa auch alle? Schnell zum Hauptquartier. Ah, und die Musik. Ja, los, Sebi, ja. Sebi, wir müssen schnell zum Hauptquartier. Ach, was. Kann ich hier mit denen reden? Nope. Kann ich mich wenigstens ein bisschen umsehen? Nauze ist auch nicht hier, oder? Alte Poster? Nope. Ach, ich weiß gerade nicht. Für was gab es? Hey, wir können das klappen. Wir können alle bestehlen. Oh nein! Ein Flauschling! Flauschling wurde auch versteinert. Was ist denn das? Eine Kiste perfekter Äpfel? Sie war gar nicht auf der Flucht vor einem Gegner. Sie wurde einfach nur dabei überrascht, wie sie von den Äpfeln genascht hat. Aber Moment mal, was ist mit Ampharos und Irachi? Ach ja, es gibt ja diesen einen Stein da, ne? Vielleicht bewirkt er Magisches. Ampharos, Irachi! Oh! Reika, Sebi, habt ihr uns vielleicht erschreckt? Das bleibt ja gut einfach im Hintergrund, ne? Puh, wir dachten schon, wir wären als nächstes dran, versteinert zu werden. Okay. Es geht euch gut. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ah, ups, sorry. Stein vom Herzen, versteht ihr? Wir haben hier Zuflucht gesucht. Wir sind auch froh, dass es dir gut geht, Reika. Aber wo wir gerade dabei sind, was ist hier eigentlich passiert? Wir wurden von Iveltal überfallen. Zack, bumm, einfach so. Von Iveltal? Ja, aber er hat nicht nur Drubelstadt angegriffen. Er hat der ganzen Welt gegenüber eine klare Drohung ausgesprochen. Er hat vor, alle Pokémon in das Nichts zu befördern. Was? Aber zuerst wusste niemand, was oder wo dieses Nichts überhaupt sein soll. Ich hatte ehrlich gesagt keinen Plan, wovon Iveltal überhaupt redete. Aber dann fiel er plötzlich hier in Drubelstadt ein. Und da wandelte er nach und nach alle Pokémon zu Stein. Das war vielleicht ein Schock, sag ich dir. Aber ich hab nicht lang gefackelt. Ich hab mir die Lagertruhe geschnappt und bin geflohen. Müsste Kecleon eigentlich nicht irgendwer ein sehr, sehr hyperstarkes Pokémon sein? Naja. Ein Mitglied des Forscherteams gewährte uns schließlich hier im Hauptquartier Unterschlupf. Das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen. Tja, und hier sind wir jetzt. Das hier ist also passiert, aber ja, ihr habt ganz schön was durchgemacht. Warum fragst du nicht, warum die jetzt hier überlebt haben? Naja, einfach nicht, was es Iveltal bringt, alle Pokémon zu versteinern. Das ist mal eine gute Frage. Was in aller Welt ist dein Ziel? Laut der vorschriftlichen Inschrift verursacht doch die dunkle Materie die Versteinerungen. Aber was haben dann Iveltal und Planers damit zu tun? Tja, Fragen über Fragen. Alle Pokémon auf der Welt sind auf Rache aus. Ich bin da keine Ausnahme. Zack, bumm. Gerüchten zufolge haben die legendären Pokémon einen Angriff auf Iveltal gestartet. Es heißt, Iveltal habe sie alle nacheinander versteinert. Niemand weiß, wie man Iveltal Einhalt gebieten kann. Verstehe. Wir wissen natürlich auch nicht, wie Iveltal aufgehalten werden kann. Aber wir werden einen Weg finden, koste es, was es wolle. Wir werden die versteinerten Pokémon wieder befreien, und da bin ich mir ganz sicher. Also verliert nicht die Hoffnung, sondern fasst stattdessen Mut. Oh? Hm?
Was ist? Oh, es ist nichts. Ich glaube, wir sind gerade alle nur ein bisschen sprachlos. Weil ausgerechnet ein Kind neuen Mut in uns geweckt hat. Genau, Rickard, deine Ansprache eben hat uns alle so mitgerissen. Dass an Trübsalblasen gar nicht mehr zu denken ist. Na, Freunde, was nützt es schon, den Kopf hängen zu lassen? Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ampharos meinte schließlich auch, er würde etwas unternehmen. Was sagst du da, Ampharos? Ist Ampharos etwa auch hier? Na klar, und Irachi auch. Sie arbeiten wahrscheinlich in ihrem Zimmer. Aber sie sind auch oft unterwegs, um Nachforschungen anzustellen. Wenn ihr Pech habt, sind sie gerade nicht da. Das müsstet ihr eigentlich wissen. Naja. Sebi, was für ein Glück. Dass Flauschling versteinert wurde, ist ein schwerer Schlag. Nein. Ja, vielleicht. Aber dass Irachi und Ampharos wohl auf sind, ist ein echter Glücksfall. Glaube ich kaum. Uns versteinert niemand so schnell. Das wäre auch schlecht fürs Geschäft. Welches Geschäft? Alter. Deshalb bieten wir bis auf weitere unsere Dienste hier an. Ja, wenn es Ampharos war, war das schon eine kluge Entscheidung, die vier hier zu bestellen. Ganz als erstes, ne? Weil die helfen uns ja so gesehen, ne? Weil Shop und blabliblub. Und es wäre halt irgendwie komisch, wenn wir diese Dienste nicht mehr nutzen können. Jetzt für Schluss, für bis zum Ende des, der Hauptstory. Ne? Genau, wir wollen das Forscherteam unterstützen, wo es noch geht. Lagert Ruhe, Geschäft, Abendläden, Anspruch, ja. Vielen Dank, Keckleon. Nein, danke euch allen. Woher kriegen die jetzt eigentlich ihre ganzen Waren und alles drum und dran? Und... wahrscheinlich müssen wir zahlen, oder? Würden die es ernst meinen mit gemeinsam schaffen wir das? Würden die uns alles für umsonst geben? Aber das wird wahrscheinlich nicht sein, ne? Ein Glück, dass es Ampharos und Irachi gut geht, nicht wahr, Sebi? Ich will Psiao. Komm, gehen wir zu Ampharos. Gut. Warum? Ständig speichern, lass das. Gut, muss ich einfach mit euch reden oder so? Nope. Ah doch. Steh die einfach jetzt hier. Jupp, wir müssen bezahlen. Ja, das schafft jetzt. Und verkaufen Items, okay. Ja, ich kann es ja schon verstehen, weil das wäre irgendwie overpowered, wenn wir alles umsonst bekommen. Rein vom Spielerischen her verstehe ich es ja schon. Aber von der Story her ist es schon wieder unlogisch as hell. Weil das ist kein Sinn. Absolut kein Sinn. Warum geben die uns das jetzt nicht für umsonst? Oder denken sie, ja, wir müssen auch verdienen, ne? Für unsere Familien, die alle einversteinert wurden, ne? Habe ich es jetzt gekauft? Nope. Ja, ja, ja. Unsere armen Familien. Glaube ich ja kaum. Also, aber wie schon gesagt, ich kann es ja verstehen. Ich kann es verstehen. So, erstarrt. Ja, komm. Ja, komm. Belebersamen brauchen wir hier auch nicht. Zinelbeere vielleicht. Apfel haben wir auch genug. Einen Elixier. Ja, komm. Ja, damit lässt sich leben. Ich wollte ja noch 2 Sinelbeeren, glaube ich. 1, 2, egal, gut. Los! Und Spannung. Dam, dam, da! Oh. Hey! Mann, so niedlich! Psiao! Und Sebi, Rekka! Mann, so niedlich! So niedlich! Du würdest also nicht verstehen, Psiao! Sebi und Rekka, ich glaube, ich sehe Gespenster. Seid ihr es wirklich? Ihr wisst gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, euch zu sehen. Oh Mann, ey. Oh. Meine Augen, sie werden feucht. Nur wegen Psiao. Aber nicht doch Psiao. Mann, so niedlich, Mann, so da bist du ein Lassiknudel. Oh,
Was sagst du da? Du hast gesehen, wie wir versteinert wurden? Genau. Ich hatte mich am Gipfel des Segensberges in sicherer Entfernung versteckt. Ich weiß, du hattest mir damals aufgetragen, im Dorf zu warten, Renker. Aber ich habe mir solche Sorgen um euch gemacht. Ich musste euch einfach folgen. Und dann ist es passiert. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ihr wieder wohl und munter hier seid. Wohl und munter hier seid. So, richtig betonen. Wie in aller Welt habt ihr es euch aus dem Stein befreit. Tja, das war wieder so eine Sache. How convenient. Das ist eine lange Geschichte. Ja. Unglaublich. Das ist wirklich alles passiert. Da habt ihr wirklich einiges durchgemacht. Ja, aber was ist mit dir? Wie bist du hier gelandet, Psiau? Achso, da ist das Kind. Hab ich schon gewundert, wer brüllt da hier jetzt durch die Gegend herum? Das habe ich Ampharos zu verdanken. Er hat mich darum gebeten, ihm zu helfen. Ampharos? Ach ja, wo steckt Ampharos eigentlich? Der ist gerade nicht hier. Er ist mit Dirachi unterwegs, um verschiedene Nachforschungen anzustellen. Ich halte von hier aus telepathisch mit ihnen Kontakt. Dabei habe ich viel erfahren, was ich vorher nicht wusste. Die Sache mit der dunklen Materie zum Beispiel. Und wie die Lage außerhalb von Trubelstadt aussieht. Außerhalb von Trubelstadt? Ach ja, weißt du vielleicht, was in Ruhenau passiert ist? Wurde das Dorf auch von Iveltal heimgesucht? Heißt das, ihr wisst es noch gar nicht? Die Bewohner von Ruhenau wurden... Sie wurden alle zu Stein verwandelt. Tja. Naja, wir haben eigentlich mittlerweile eh... Ja, jeder Verlust ist besonders hier mit unseren Kollegen. Solange es Psiau gut geht, ist mir alles schnutzegal. Das wollte ich eigentlich sagen. Naja, aber wenn wir das schaffen, das Ganze, das sollte uns eigentlich noch mehr Motivation geben, die Welt zu retten, weil wenn wir die Welt nicht retten können, ist sowieso alles zu Ende. Also, ja, naja, lassen wir sie. Opa, ja. Renker. Ich darf einfach nicht vergessen, dass wir hier Kinder steuern. Bei unserem Protagonist wissen wir es ja nicht, weil der hat ja irgendwie ganz am Anfang die Anmerkung hinterlassen. Was? Kind? Ich und ein Kind? Also, aber Renker ist ja noch ein Kind. Also, da kann ich es ja noch verstehen. Und was jetzt? Ich hätte es ihr besser nicht sagen sollen. Psiau. Bla bla bla. Was sagst du da? Du denkst, sie fängt sich bestimmt wieder. Ja, bevor wir hierher gekommen sind, hat sie in Ruhenau einen Entschluss gefasst. Jep. So viele Rückblenden jetzt. Muss man aber auch hier lassen, unserer Partnerin. Ich glaube ursprünglich, es war einfach nur irgendwie ein Fehler, dass es hier wirklich, du als Protagonist bist männlich und dein Partner ist weiblich, ne? Weil ich glaube, man konnte das oder man sollte das eigentlich irgendwie selbst entscheiden können. Aber ist jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall muss man hier schon unserer Partnerin lassen, dass sie als Kind doch ziemlich stark ist, ne? Sie hat in Ruhenau einen Entschluss gefasst. Das war ohne Frage ein Riesenschock für sie, aber ich glaube, sie wird sich wieder fangen. Renker kommt bestimmt wieder zurück. Solange sie nicht rausrennt und dort irgendwelchen Schergen begegnet. Ich hoffe, du hast recht. Aber es ist wahr, wir dürfen keine Zeit verlieren. Die dunkle Materie ist inzwischen offenbar sehr stark geworden. Wir müssen so schnell wie möglich den Baum des Lebens... Klack! Wer ist da? Renker? Husch! Nein, das ist nicht Renker. Da hat sich jemand versteckt gehalten. Wir wurden beobachtet. Aber von wem? Rabigator. Deswegen haben wir ihn die ganze Zeit nicht gesehen. Rabigator! Komm, du willst Rache, oder? Husch!
Er scheint nach oben geflogen zu sein. Geflohen. Hinterher. Mit Psiau. So. Geht's dir gut? Wer auch immer das war, scheint in dem zweiten Stock geflüchtet zu sein. Nichts wie hinterher. Psiau ist ja niedlich. Oh. Okay. Eigentlich? Naja, vielleicht wurden die jetzt auch untergangen und möchten jetzt Rache ausüben. Megalon! Was? Wer ist das? Unglaublich. Was macht er hier? Ich muss etwas unternehmen. Lohn! Okay. Auch interessant. Auch wenn ich es nicht verstehe, warum hier... Ja. Ich verstehe gerade etwas nicht. Moment, Schlafwort erstens mal. Wie diese... Ja, wie diese Gegend hier so unsicher sein kann. Natürlich, sie haben jetzt nicht die besten Optionen. Alter. Ich glaube, sie auch kümmert dich mal darum. Was war das jetzt? Achso. Ja, sie haben nicht wirklich die besten Optionen hier für Sicherheit zu sorgen. Bei der ganzen Sache. Come on. Auf einer anderen Ebene. Ne? Aber... Wenn die da einfach reinspazieren können, finde ich auch jetzt ein bisschen unlogisch, die ganze Sache. Natürlich. So. Kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht. Oder? Moment. Kannst ja auch. Echt? Psiau! Dankeschön. Okay. Er ist wieder aufgestanden. Der ist ganz schön hartnäckig. Mann, dieses Icon. Lohn, Lohn, Lohn. Ah. Oh, wegen dir wurde... Oh, boah, jetzt wird's so richtig splatterhaftig. Los, Prügel. Prügel, Prügel. Wegen dir wurde Opa versteinert. Und nicht nur Opa. Dein das ganze Dorf. Das ist alles deine Schuld. Nicht wirklich, aber egal. Renka, das reicht. Er hat keine Kraft mehr, um uns anzugreifen. Psiau. Was willst du hier? Was heckst du aus? Das ist dein Missverständnis. Endlich hat er mal Deutsch gelernt. Ich will euch nichts Böses, deswegen habe ich euch angegriffen. Ich bin auf der Flucht. Lanas und Iveltal sind hinter mir her, deswegen bin ich zu euch, zu meiner einzigen Rettung, geeilt. Und dadurch kommen jetzt die beiden hierher und vernichten uns alle. Hahaha, das war sehr klug. Was? Was sagst du da? Wir stehen alle unter der Kontrolle der dunklen Masse. Materie, nicht Masse. Wir sind nichts weiter als Marionetten. Ja, das sagen sie dann alle. Ihr werdet kontrolliert? Genau. Aber als ihr die Welt des Nichts, die Welt des Nichts verlassen hattet, entstand eine Art Schockwelle, die nur mich aus dem Bann der dunklen Materie befreite. How convenient. Warum nur dich? Als ich wieder bei den Sinnen war. Bei Sinnen, ich kann nicht mehr lesen und auch nicht mehr sprechen. Ist ja verständlich, weil ich habe ja keine Kraft mehr. Habe ich es bei Planers einfach nicht mehr ausgehalten. Also habe ich meine Chance abgewartet und bin davon gelaufen. Das ist doch alles erstunken und erlogen. Dachtest du wirklich, wir würden dir so eine abenteuerliche Geschichte abkaufen? Wir, die da noch eine abenteuerlichere Geschichte erlebt haben? Nee, das ist alles nicht glaubwürdig. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Na, was? Ist ja nicht so, als könnte ich seine Gedanken lesen. Also, ja, er sagt die Wahrheit. Ampharos hat mir etwas Ähnliches erzählt. Er sagte, die dunkle Materie dringe in die Herzen bestimmter anfälliger Pokémon ein. Woraufhin diese zu Marionetten würden. Offenbar verleiht die dunkle Materie diesen Pokémon außerdem die Macht des Nichts. Sie ermöglicht es ihnen, andere Pokémon Energie abzusaugen und sie zu versteinern. Die abgesaugte Energie benutzt die dunkle Materie wiederum, um zu wachsen.
Sie wird also immer stärker, wenn sie vom Pokémon-Besitzer greift. Genau so ist es. Bitte, ihr müsst mir glauben. Hättet ihr mich nicht plötzlich angegriffen, hätte ich euch kein Haar gekrümmt. Ich habe während des Kampfes ja auch nicht versucht, euch zu Stein zu verwandeln, oder? Und selbst wenn ich es wollte, ich könnte es gar nicht mehr. Ich habe diese Kraft verloren. Ich stehe schließlich nicht mehr unter der Kontrolle der dunklen Materie. Tja, das eigentliche Problem, dass die jetzt eigentlich wissen müssten, dass du entkommen bist. Ist ja nur logisch, dass die das gleich mal herausfinden. Tja, eigentlich müssten die beiden, also Yveltal und Planas, müssten ja eigentlich auch wissen, dass es uns gut geht oder Ampharos oder irgendwie sowas. Oder sind die alle nur so komplett dumm im Kopf? Ich hoffe mal nicht. Naja, schauen wir mal. Dann stehen Yveltal, Planas und die Megalon also unter der Kontrolle der dunklen Materie. Kann sein, ne? Mal schauen. Dann wäre aber die dunkle Materie nicht wirklich sehr klug. Damit wäre ein weiteres Geheimnis gelüftet. Wissen wir das schon? Ja, dass Megalon im Besitz ergriffen wurde. Das wissen wir. Aber die anderen zwei, vielleicht sind die von Grund auf böse und benutzen die dunkle Materie. Das wissen wir noch nicht. Also gelüftet ist hier noch nichts. Aber können wir ihnen wirklich vertrauen? Was, wenn Megalon uns anlügt? Aber warum bist du dann hier? Ich weiß, wo die dunkle Materie und der Baum des Lebens zu finden sind. Die dunkle Materie? Du weißt, wo der Baum des Lebens zu finden ist? Er steht dort, wo wir zuvor die Forscher versteinert haben. In den alten Ruinen. Der Baum des Lebens befindet sich tief im Inneren der Ruinen. Der Baum des Lebens soll im Inneren der alten Ruinen stehen? Hätte ich auch nicht gedacht. Weil eigentlich bräuchte ja ein Baum Licht. Also müsste es irgendwo draußen sein, aber es ist anscheinend ganz tief in der Erde. Niemand hat ihn bisher gefunden, weil er im Inneren der Ruinen verborgen ist. Aber nun ist er von der dunklen Materie befallen. Also habe ich euch gerade angelogen, weil wenn die dunkle Materie den Baum gefunden hat, dann hat ihn ja jemand gefunden. Also, die dunkle Materie ist bereits sehr stark, uns bleibt wenig Zeit. Ich bin hier, weil ich nach Verbündeten suche, um die dunkle Materie zu zerstören. Das ist wahrscheinlich der echte Protagonist hier. Er hat also vor, die dunkle Materie zu besiegen. Aber ich bin mir meiner Schuld bewusst, auch wenn ich unter fremder Kontrolle stand. Ich habe eure treuen Kameraden und unzählige andere Pokémon versteinert. Es kann also auch weinen. Ich erwarte nicht, dass ihr mir vergebt. Dafür ist es längst zu spät. Aber ich muss einfach alles tun, was ich kann, um unsere Welt zu retten. Und was jetzt? Setz deine telepathischen Kräfte ein und ruf Ampharos endlich mal an. Was, wenn das alles nur gespielt ist? Wir sollten Ampharos um Rat fragen. Ja, komm. Ja, wärst du so nett? Kein Problem. Und jetzt zückt Megalon ein Messer und sticht Psyau voll ab. Ich merke, ich habe in letzter Zeit zu viel The Walking Dead angeschaut. Kein Problem, ich versuche sofort, mich mit ihm in Verbindung zu setzen. Piep, piep. Was ist los, Psyau? Tut mir leid, ich komme nicht zu ihm durch. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Ich hatte gehofft, Ampharos könnte uns weiterhelfen. Aber daraus wird wohl nichts. Dann gehen wir eben alleine zu den alten Ruinen. Tja, du bleibst hier und kümmerst dich um den Informationenaustausch. Sebi und Megalon und ich gehen zu den alten Ruinen. Ganz alleine? Ich weiß nicht. Das ist ganz schön gefährlich. Aber wir haben keine Zeit. Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Wenn Megalon die Wahrheit sagt, dürfen wir keine Sekunde verlieren. Wir müssen handeln. Mit etwas Glück schaffen wir es noch, Yveltal und Planas zuvorzukommen. Die Frage, warum die nicht versteinert wurden,
die wurde auch noch nicht gelüftet, beziehungsweise beantwortet. Das würde ich noch gerne wissen, bevor wir irgendwie was tun. Sind die einfach immun? Oder, wie schon gesagt, wir haben ja diese Konnexosphäre hier. Vielleicht gibt die uns Schutz. Eventuell, wer weiß. Also heißt das, es könnte rein theoretisch jetzt Ampharos und Jirachi getroffen haben, dass sie auch im Besitz, ja, ergriffen wurden. Vielleicht. Wobei, ach, ich weiß nicht. Es wird bestimmt gefährlich, keine Frage, aber aussichtslos nicht. Bitte sag Ampharos sofort Bescheid, wenn du zu ihm durchkommst. Ja, ich gehe sofort in seinem Zimmer zurück und versuche, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Aber davor gebe ich noch Labras Bescheid. Sie ist gerade auf hoher See, aber wenn ich ihr alles erkläre, kehrt sie sicher sofort zurück. Macht's gut. Das ist irgendwie alles so how convenient. Bei den Ladenbesitzern kann ich es mir noch erschließen. Ja, es ist halt noch die Frage, warum werden bestimmte Pokémon hier nicht versteinert? Das möchte ich wissen. Ist es jetzt wirklich die Konnexosphäre? Kann ich es mir vorstellen oder kann ich es nach empfinden, mir fällt das Wort nicht ein. Ich kann es halt verstehen. Nachverstehen? Nein. Ich kann es verstehen, warum die Ladenbesitzer noch nicht versteinert wurden, weil sie ja hier in dem Haus sind. Aber Labras jetzt ist er draußen. Und wäre ich jetzt der Böse? Oh Gott, sie sind alle so dumm. Oder was ist hier eigentlich los? Weil, wäre ich der Böse? Ich habe es ja schon letztens angesprochen. Wüsste ich noch irgendwas über die Welt des Nichts? Wüsste ich da irgendwas? Dann würde ich wissen, dass es hier eine Verbindung gibt zwischen den Welten. Da müsste ich eigentlich rechnen, dass irgendwer wieder hier, ich kann nicht mehr reden. Dann würde ich wissen, ihr checkt es eh, ne? Ich kann gerade nicht reden. Dann würde ich wissen, dass man zurückkommen kann. Also würde ich gleich das Transportmittel Nummer 1 angreifen. Also Labras. Also warum lebt Labras noch? Das ist unlogisch wieder für mich. Oder sind die Bösen einfach wieder so komplett bescheuert am Kopf? Und das wäre für mich doch ein Dämpfer. Weil so, wir sind böse und versteinern euch jetzt und wir haben nichts im Kopf. Bitte führe uns zur Altruine. Aber eins muss klar, unser volles Vertrauen hast du nicht. Wenn du dich nur irgendwie auffällig verhalten solltest, dann nehme ich mein Messer und stich dich ab. Ich weiß, ich mache mir keine Illusionen, dass ihr mir das einfach alles so glaubt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als aufrichtig mein Bestes zu tun. Gehen wir, Sebi. Kecklehorn und die anderen haben im Erdgeschoss ihre Läden aufgebaut. Wir sollten uns bei ihnen mit Items eindecken und unser Abenteuer vorbereiten. Für die Items müssen wir übrigens zahlen, was Sinn ergibt. Sobald wir fertig sind, heißt es ab zu Labras am Hafen. Musste man das hier so betonen? Weil, wie schon gesagt, das ist so extrem unlogisch. Keine Musik. Gefällt mir aber, muss ich hier sagen. Gefällt mir sehr gut. Kann ich da mal interagieren? Gefällt mir sehr gut, dass es hier mittlerweile keine Musik gibt. Das passt zur Atmosphäre. Okay. Gut. Sagst du noch irgendwas? Ja, lass dich drücken. Passt auf euch. Ich werde nochmal versuchen, Ampharos zu erreichen. Wetten, Ampharos würde sagen, nein, geht nicht, wir müssen noch was besprechen. Gut, ich wollte schon sagen, okay, jetzt, warum ist hier jetzt die Musik? Würde aber passen, weil wir ihnen Mut gemacht haben, ne? Was ist hier? Minibille, was auch mein Ding ist. Also würde es passen, dass genau hier in dem Erdgeschoss so eine fröhliche Wir geben nicht auf Musik gespielt wird. Gut, Items nicht mitnehmen, sondern das hier. Ja, Minibille, was auch mein Ding ist. Können wir ruhig behalten. Schauen die Zeit aus.
wir machen jetzt noch Vorbereitungen, schauen, was die Herren so, oder die Damen und Herren hier so im Laden haben. Ja. Und dann beende ich den Part. Teambeleber wäre geil. Gut, Elixier werde ich mir auch holen. Du hast, glaube ich, eh immer das gleiche Angebot, ne? Ich habe ein kleines Rätsel für dich. Was muss man tun, um nicht versteinert zu werden? Ganz einfach, weglaufen! Ja. Das ist wahrscheinlich nicht die Antwort. Sonst... Nee. Nee. Man kann hier nicht weglaufen. Das ergibt keinen Sinn. Nö. Ich glaube, da brauchen wir nichts. Und du? Ja. Können wir eigentlich Fähigkeiten ändern? Wollte ich mal... Nee. Natürlich, da. Soll ich die irgendwie verstehen? Die Welt geht unter. Wir sind die letzte Hoffnung und müssen hier bezahlen. Ich weiß, es ist eine Kleinigkeit, die vielleicht nicht bedacht wurden von den Spieleentwicklern. Eine Kleinigkeit, die nicht bedacht wurde. So, nicht mehr zahlen. aber es bringt mich sehr aus dem Konzept. Leider. Der Baum des Lebens befindet sich in den alten Ruinen. Ihr müsst dort die dunkle Materie zerstören. Wir alleine, weil es Sinn ergibt. Ich weiß, dass ihr von mir vor... Gut, dann gehen wir hier in unser Räumchen rein. Und dann würde ich sagen, ja, ein bisschen Zeit vergeuden werden wir noch, weil ich jetzt den Part beenden werde. Aber im nächsten Part, wie es ausschaut, geht's dann zur Sache. Also, seid gespannt. Ich bin auf jeden Fall, auch wenn jetzt hier gegen Ende doch ein paar unlogische Sachen sind für meinen Geschmack, bin ich trotzdem gespannt, wie das alles hier noch so ausgeht. Oder was hier noch alles passieren wird und wie die ganze Sache ausgeht. So, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut und tschüss.